Schon bevor die Promis am Freitag ins Dschungelcamp ziehen, steht die Frage im Raum, wer wohl wem etwas näher kommen wird. Fußballer Ansgar Brinkmann jedenfalls hat sich bei einem Bild-Redaktionsbesuch schon früh festgelegt. Ich habe die Kandidatinnen und Kandidaten natürlich auch schon angesehen. Da sind auch ein paar Lichtblicke dabei und Katia, die ist, glaube ich, Kolumbianerin, ist echt ein Lichtblick. Ich glaube, das Erste, was ich zu dir sagen werde, ist, können wir bitte erst miteinander schlafen und dann reden, ist entspannter. Aber Die kolumbianische Schönheit ist sich ihrer Qualitäten durchaus bewusst. Liebe Katja, du hast ja einen tollen Körper, sieht man hier im Bikini. Was ist denn dein Lieblingskörperteil? Danke für das Kompliment. Ja, was ich an mir gut finde. Okay, ich finde ganz schön mein Lächeln, meine Haare und ja, die Figur auch. Der verbalen Anmache des Fußballers folgte jedoch ein knapper Konter. Ich glaube, Herr Brinkmann kann besser mit Bällchen spielen als mit Frauen. Er kann schon weiter träumen. Also, damit er so eine Frau wie mich haben kann, muss er aber richtig kämpfen, weil mich muss man richtig erobern. Ich wollte sagen, hey, alles gut, was wolltest du mir nochmal sagen? Kannst du mir es nochmal? Traust du dir noch? Das würde ich ihm sagen, ja. Jetzt muss er von dir in den Konter kommen. Nein, das ist natürlich höflich gemeint. Sie ist wirklich eine sehr, 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 sehr hübsche Frau. Und ich bin echt neugierig, auch sie kennenzulernen. Und das ist natürlich auch ein Stück weit höflich gemeint. Klar, ein Kompliment war das. Absolut, absolut.